Und mit diesem schönen Lächeln, willkommen zurück zur nächsten Folge. Guck mal da hinten. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich brauchte eine kurze Atempause. Wer ist denn das? Oh Gott. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein kleiner Cliffhanger tut jedem gut. Da könnt ihr euch schon mal freuen dann, ne? In der letzten Folge war das ein fieser Cliffhanger, finde ich. Die stand doch gerade noch da, oder? Jetzt noch Zombies oder was? Ein Putzwegelchen. Oh, Karte 5. Ah, different keycard. Ah, yes, 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 yes. Gott, das ist ein fucking Labyrinth hier. Es sieht so aus, als würde es keinen Strom geben. Ja, okay. Yeah, that's right. That's very right. Und hier? Jetzt haben wir Strom. Das war ja einfach. Sagte er. Was haben wir denn da draufstehen? A problem has been detected. Computer has been shut down. Damage to your computer. If this is the first time you... Schöner Blue Screen. Da oben steht Folder, 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 Folder. Okay. Ich habe immer das Gefühl, wir werden irgendwie verfolgt. Aber diese Schritte sind, glaube ich, einfach nur so ein Soundglitch, glaube ich. Ich will da nicht hingehen. Wer ist das? Der bewegt sich. Und jetzt? Wo muss ich hin? Danke. Wir haben die Level 5-Karte von dem Wissenschaftler, ne? Deswegen kamen wir da rein jetzt. Nach oben fahren? Hello again. Du, ich möchte... Alter, wie geil das einfach aussieht mit den ganzen Details und so. Unfassbar. Das gute A4-Papier. 500 Sheets. Sheets, Sheets. Aha. Open Facility Door. Open Door into Block B. Ich mach alles offen. Alles offen. Beste Idee, die ich je hatte. Ich muss ich selber lachen. Oh, guck mal, ein Secret. Was? Miau. Wenn ich sie lange noch streichel, führt sie mich nach Narnia. Ich weiß nicht, was es soll, aber ich kann sie oft genug streicheln. Das beruhigt. Hä? Hä? Dangerous Cat? Habe ich gerade die Errungenschaft freigeschaltet? Errungenschaft Dangerous Cat. Was? Was? Komm jetzt nach Narnia?
Errungenschaft, Dangerous Cat, wie gut. Kann man die jetzt wieder streicheln? Nee, okay. Cool, es war ein Easter Egg quasi, also so ein Geheimnis. Nice. Die böse, böse Miezekatze. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. La la la. Der Mönch mit der Peitsche. Wo fährt er denn immer hin? Da ist doch nichts, da sind doch nur Wände. Wer summt denn da? Ich summ gleich mal mit. Was? 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 Aber da, aber da. Der Mönch mit der Peitsche. Kann ich hier rauf? Ich frage für einen Freund. Nein, okay, aber hier, ne? Oh nein, sind wir jetzt im Lagerraum? Oh nein, Labyrinth oder was? Ich will nicht mehr. Alter, der schon wieder. Gott. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verjagt. Ich bin ein wenig entspannt gewesen. Ich dachte mir, okay. Ich geh einfach rückwärts durchs Spiel, dann passiert mir nichts. Erst ist der Sumpf, ne? Ich bin doch noch bekloppt und geh noch dahin. Komm schon! Nee, bleib weg, hab gelogen. Oh, ich glaube, da lagen Scherben am Boden, ne? Oh, wie gut. Okay, ich weiß, was ich tun muss. Ich verstehe es. Alles klar, du kannst mich mal mit deinem Summen. Du kleiner, kleiner Knillig. Komm doch. Nee, bleib weg. So, meine Frage jetzt. Sieht er mich? Das ist eine Figur, ne? So eine Steinfigur. Was muss ich denn jetzt machen? Vorbeirennen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Der stand da. Wie kann er uns kriegen? Oder wann er wieder Scherben? Hä? Oder müssen wir den die ganze Zeit angucken? Vielleicht müssen wir den auch die ganze Zeit angucken. Weil ich habe jetzt gerade ein bisschen mehr weggeguckt gehabt. Hat er uns früher bekommen. Schnell nochmal zur Tür gucken. Ich habe Angst, dass ich gleich irgendwo gegenlaufe und dann... Ich sehe dich. Ja, ja. Du kannst mir gar nichts. War nicht irgendwo hier die Tür? Irgendwo hier war die Tür. Fuck. Alter. Lauf! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja gut, dann hat sie das mit dem Mönch mal so eben erledigt. Tschüss, ey, ich würde gerne rennen, jetzt! Lauf, 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 lauf,
Wo muss ich lang? Er macht einen auf Joe Baker von Resident Evil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drück den Scheißknopf! Au! Oh Gott. Alter, ich will nicht mehr. Der kommt! Beeil dich! Huah! Oh, der kann da Türen öffnen! Scheiße! Oder? Lauf! Mary? Nein! Das kann nicht sein! Mary ist tot! Du bist nicht hier! Ist es die Erinnerung, die wir gehört und gesehen haben? Who the fuck is Mary jetzt? Ist es unsere Frau? Verstorbene Frau? Tochter? Uns plagen Erinnerungslücken. Mary? Bist du's? Wow, bisschen gruselig ist es schon. Guck gerade unten, ob ich die Folge nicht so langsam mal beenden kann. Aber ja. Oh, Nachricht eines. Was? Alter, hör auf damit! 4 Notes haben wir Errungenschaft freigeschaltet. Bist du bescheuert? Ich weiß nicht. I want just leave me here. Lass mich hier. Ich will leben. I want to live. Alter. Was? Ja, ich weiß, du bist da. Ja, ich weiß, dass irgendwas kommt jetzt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gehe ich einfach durch die Tür. Und da steht jemand. Hallo. Machst Tür zu? Danke. Alter, scheiß mir ins Hemd. Gott, diese Schritte von dem, ne? Die hört sich immer so an, als ob hinter uns jemand läuft. Diese Doppelschritte. Ah! Au! Aua, lass das. Was? Was war das? Sah aus wie ein Gollum. Mein Schatz, Mary. Werden wir jemals aus dieser Hölle rauskommen? I want to break free. I want to break free. Wir haben immer so viel Schwein, ne? Wir haben so viel Schwein immer. Wie geht's dir? Are you able to walk? Kannst du laufen? Yes, alles ist in Ordnung. Gut, wir müssen so langsam nach vorne kommen. Sind nur noch ein paar Schritte zum Serverraum. Yeah, let's do this. Okay, we over. Lass uns das tun. Lalala, what happened to Oliver? Ist er tot? Say one more time. What are you doing? And why? Okay, ist Oliver tot? Okay, ja. Ja, er ist tot.
Weiter in Domain Y. We need to gain into the server room. Achso, okay. Er wiederholt es nochmal. Also wir müssen im Serverraum die Daten runterladen, bla 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 bla. Okay. Ich will nicht länger wie nötig hier warten. Lass uns das tun. Lass uns losgehen. Oh, ich muss ihn sogar folgen jetzt. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der spawnt jetzt einfach mal da im Serverraum und dann müssen wir den da treffen oder so. Meet me at the server room. Kann ich den begatten? Also hier so, nicht begatten, sondern ich komme nicht an den vorbei. Tschüss, morgen. Ich mach das dann mal mit dem Serverraum, ne? Wenn du nichts dagegen hast. Und außerdem bist du falsch abgebogen. Hier sieht's aus, als wäre das der Serverraum. Ja, wir sollen hier eine Festplatte anschließen, die wir nicht haben. Ich frage mich, wie wir die Daten dann runterladen. I've downloaded anything available. It's time to get out of here. Okay, ich habe die ganzen Daten runtergeladen auf meiner ID-Card. Okay, dann heißt es für uns jetzt raus hier. Aber was sollen wir mit den Daten? Eigentlich ist es doch vollkommen blöd, diese Daten zu transferieren. Einerseits kannst du damit wieder Geld machen, weil, hey, ich habe Daten hier, womit du Anomalien, Portale öffnen kannst und tralala. Andererseits, in die falschen Hände ist es Hallo? Hallo? Ich habe meinen Freund morgen verloren. Also nicht gestern, sondern morgen. Ja, ich glaube schon. Morgen, gestern, heute. Secret, 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 secret. Oh, wir haben eine Gasmaske. Gasmaske? Gas! Erstmal eine. Da ist ein Secret. Ich seh's. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle haben. Ich frage mich, was dann kommt, wenn man alle wohl findet. Ob es ein alternatives Ende dann gibt? Oh nein. Ich freue mich schon sowas von auf Stalker, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Auch wenn es, wie gesagt, cringy ist oder so das Spiel, ne? Also von Animationen und tralala, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie richtig cool gemacht. Zieht euch das mal rein. Ich weiß nicht, wie viele dran gewirkt haben, werden wir ja sehen. Aber ich finde es ein echt geiles Game und das für I will be able and open the gates to help the of the generator, but the generator is out of fuel. I need to find it. Okay. Wir müssen also die Tore öffnen mit Hilfe des Generators, aber der Generator hat kein Fuel. Also kein Treibstoff. So, die ganzen Kanister sind leer, also müssen wir jetzt erstmal Treibstoff organisieren. Da flog gerade eine Flasche. Das ist natürlich scheiße. Alter, diese Schritte von dem. Hör auf, lass das. Junge. Hä, wo kam das denn her? Habe ich die auf dem Kopf gehabt, die Kiste? Ist das schon das letzte? Nee, Kapitel 4. 6 gab's, ne? Also zwei Kapitel werden noch kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht. Vor allem mit dieser eingeschränkten Sicht ist das so mies, ne? Mr. Krabs, bist du es wieder? Und wir müssen den ganzen Weg auch noch zurück. Ich wollte es nur erwähnt haben. Wir haben schon wieder Stimmen im Kopf. So. Hier geht's rein. Ich sehe vor lauter Nebel, sehe ich gar nichts.
über Leichen und. Ja, ich bin raus. Ciao. Über Leichen und Wissenschaftler und. Das kann nichts Gutes heißen. Vor allem, wenn die Tür so automatisch offen geht. Wer macht denn sowas? Hallo. Ich werde kommen. Und mir den Kanister holen und dann wieder gehen. Was ist das denn da? Was ist das? Ist das ein Schwein? Ein Hund? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es hier mutierte Kreaturen. Das macht mir Sorgen. Den Wurm haben wir ja schon kennengelernt. Hier geht's nicht weiter. Oh, guck mal eine an. So. Hallo? Ich komme für Fuel. Ich wollte mich umdrehen, ganz schnell wegrennen, aber okay. Es hat uns nichts getan, ne? Es ist nur durch und durch gerannt quasi. Oh nein, ich höre Gas ausströmen. Möchte ich noch nicht rein? Erstmal hier gucken. Aha. Wo geht's denn hier hin? Oh nein. Hier fliegt klar alles in der Luft. Ich sehe es schon kommen. Guck mal, hier strömt überall Gas raus aus den Pullen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das sind alles Propangaspullen, ne? Hier reicht ein kleiner Funke und die ganze Bude fliegt in die Luft. Das mag nichts Gutes heißen. Gott, was ein Arbeitsplatz hier. Secret? Der Kanister ist empty. Achso, da der. Ah. Hallo. They look at you. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, habe ich alle gefunden tatsächlich? Oh, das wäre ein Traum. Ah, werde ich mal gucken. They look at you. Habe ich direkt bekommen, wie ich die angesammelt habe. Habe ich tatsächlich alle gefunden? Jetzt schon? Spielst du noch gar nicht zu Ende. Ammo. Hier gibt es jede Menge Munition und leere Kisten und Matt. Das waren Claymore, ne, die ich da aufgenommen habe. Du willst mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt hier eine Claymore setzen soll und das Vieh rennt da durch und dann bumm oder was? Hier waren wir doch auch schon, oder? Ja. Was müssen wir denn jetzt machen? Mit dieser Claymore? Also Claymore quasi wie so eine Annäherungsmine. Die stellt man meistens vor so Türeneingängen hin. Bei Battlefield ist es immer ganz lieb, wenn man zum Beispiel als Sniper spielt, hat man immer so eine Claymore mit und setzt sie dann vor der Tür. Wenn du dann in einem Raum bist oder so am Dach und das der einzige Weg rein ist zu dem Raum, setzt du da so eine Claymore hin und schießt von da aus dann mit dem Sniper so die ganzen Dings weg. Und dann merkst du halt, ob da einer reinkommt, der explodiert dann. Das Ding springt so hoch, so pfumm, und dann... Pff. Aber das ist keine gute Idee, wenn ich hier die ganzen Bullen sehe. Das, macht mir ein wenig Kopfzerbrechen. Was soll ich denn mit dieser Claymore anrichten? Hier hinsetzen, damit der Hund kommt? I cannot go the same path. The creature waiting in the darkness. I need to find another way. Okay.
Aber was sollen wir mit der Claymore machen? Claymore Klaus. Komm doch mal in unser Haus. Claymore Klaus. Aber ich habe jetzt auch keinen irgendwie alternativen Weg gefunden, oder? Was war denn? Oh, warte mal, doch hier waren wir noch nicht. Oh, Alter. I can't dump the fuel of the generator, but I need a empty canister. Oh, warte mal, den empty canister haben wir gefunden. Hier geht's auch noch lang. Wo geht's denn hier hin? Alter. Oh. A Hose. Wir haben eine Hose gefunden. A Hose. Glaube ich, falsch übersetzt, ne? Ich guck mal, kann ich den Kanister mitnehmen, den ich da gefunden hatte? Weil er sagte ja empty. Und wir haben ja in dem einen Raum haben wir ja einen empty Kanister gefunden, wenn ich jetzt so wüsste, wo das war. Es ist ein fucking Labyrinth hier einfach. Ich glaube, das war hier. Oder? War das hier hinten? Ich glaube schon. Es ist wieder so mega ruhig. Hier. Ja. Great. This canister will do just fine. Wieso ändert sich jetzt die Musik? Dieser Kanister wird perfekt sein, um aufzufuelen, sagte er. Ich halte das für sehr bedenklich, dass hier die ganzen Gasflaschen aufgedreht sind und vor allem hat das die Kreatur gemacht. Wäre sehr merkwürdig, aber okay. Bei dem... Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei dem Spiel wundert mich gar nichts mehr. Hier. So, wir müssen aber immer noch einen anderen Weg finden, ne? Wohlgemerkt. So. You carry a canister with fuel in your hand. Okay, also du hast nun einen vollen Kanister in deiner Hand. Mit Gasolina. Und jetzt fehlt dir nur noch ein Feuerzeug und dann lassen wir alles explodieren. Und dann werde ich die Weltherrschaft an mich reißen. Ja. Kann ich diese Leiter schieben? Okay, das geht. Nur mal kurz hier gucken. Hier komme ich bestimmt nicht durch, ne? Nö, ist auch gar kein Strom drauf. Ich krieche also mit dem Kanister, mit der Claymore durch den Schacht. Rob, 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 rob. Tja, ich würde sagen, was uns da erwartet, sehen wir in der nächsten Folge hier bei Cold Inside. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr tut's auch. Also bis dann. Tschüss.